macht hoch die Tür. Das war das Eingangslied. Eine Berliner Nummer, wer ruft mich denn da an? Ja, hallo? Bundespräsidialamt? Berlin? Wie? Also, ich hab gar nichts verstanden. Das müssen Sie mir jetzt nochmal in aller Ruhe erklären. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Also, nochmal genau. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Tour aufs Land zu gehen und für den ersten Advent geplant, nach Roßlau zu kommen. Sie kündigen an, dass Frank-Walter Steinmeier nach Roßlau kommen will. Ich fasse es nicht. Und was soll ich da machen? Herr Pfarrer, Ihnen übertrage ich die Aufgaben, das alles komplett in die Hand zu nehmen. Also, ich meine, eine Ehre ist es. Der Bundespräsident, ich fasse es nicht. Also, gut, ich werde mich drum kümmern. Ich verspreche es Ihnen. Ja, es sind nur noch wenige Tage Zeit, aber gut. Und Sie kommen noch mal vorher vorbei, um sich über den Stand der Dinge zu informieren. So machen wir es. Also, alles Gute. Der Bundespräsident kommt. Da muss ich doch gleich den Gemeindekirchenrat einladen für heute Abend. Das müssen wir zusammen besprechen. Ja, herzlich willkommen zu unserer GKR-Sitzung. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Die Neuigkeit des Tages ist, der Bundespräsident persönlich will nach Roßlau kommen. Frank-Walter Steinmeier. Und zwar nicht nur irgendwann, sondern schon in wenigen Tagen am ersten Advent. Wir müssen das gut vorbereiten. Ja, aber den Gottesdienst müssen wir trotzdem feiern, wie immer. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er kosten möchte, wie bei uns die Wurst schmeckt. Das schlage ich mal Fleischerei Schneider vor. Aber da müssen wir noch mal putzen. Das Gemeindehaus und die Kirche sind auch nicht so in dem Zustand, dass wir das zeigen können. Aber folge mal unter uns, da müsst ihr noch was Ordentliches zum Ansehen holen. Also mit Kapuzenpolitik, da wird das nichts. Ja, wir haben also ganz schön viel Arbeit, müssen überall Bescheid sagen und die Vorbereitung wird sich lohnen, dass wir den hohen Besuch dann auch würdig empfangen. Ach, Volker, hallo. Jens, grüß gut, dich, dass du Zeit hast. Ja, gerne. Du, ich habe einen Anruf bekommen vom Büro vom Bundespräsidenten Steinmeier. Der will Roßlau besuchen. Und zwar nicht nur irgendwann, sondern schon bald, am kommenden Sonntag. So kurzfristig. Und da hatte keine irgendwie Nachricht vorher, irgendwie war das möglich. Jedenfalls, jetzt müssen wir uns sputen, wir haben noch ein paar Tage Zeit, muss alles vorbereitet werden. Vorbereitung, Nachbereitung, also ein bisschen von der Sauberkeit her, von der Kirche, dekorieren vielleicht noch ein bisschen, was so nötig ist. Weil es muss alles perfekt sein. Das ist ja ein Ding. Der Bundespräsident, ne? Man glaubt es nicht. Und das meine Zeitung irgendwie noch, das war noch gar nicht gelesen. Das ist ja erst seit heute. Seit heute ist es bekannt. Nach Roßlau. Nach Roßlau. Das ist ja, da bin ich richtig platt. Meine gut, das wertet ja Roßlau auf, ne? Also hat ja was für sie, ne? Also super, dass du mitmachst. Dann ziehe ich mich gleich an und dann lege ich gleich los, denn noch hält das Wetter heute gerade gut. Alles klar. Deswegen. Gut. Danke für die Nachricht. Danke, ne? Mach's gut. Jo, tschüssi. Hallo Willi, schön, dass du da bist. Die Neuigkeit ist, der Bundespräsident kommt nach Roßlau. Was? Der Bundespräsident in unser Gaff? Ja, ich fasse es auch nicht. Er will jedenfalls zum Gottesdienst kommen und hinterher soll es noch Essen geben. Aber da brauche ich irgendwas Lokales. Habt ihr nicht eine gute Idee, was man dem Bundespräsidenten hier in Roßlau zu essen geben könnte? Unsere Bratwurst oder unser Beefy mit Weiderind und Schwein. Ist ja euer eigenes Weiderind eigentlich, ne? Ja. Und Bratwurst, das ist gut. Machen wir ein schönes, großes Buffet mit Bratwurst und Hausgeschlachteten. Okay? Okay. Günther, schön, dass du gekommen bist. Die absolute Neuigkeit ist, der Bundespräsident will auf seiner Regionaltour am Sonntag nach Roßlau kommen. Ganz überraschend, ich fasse es auch nicht. Nein. Wirklich, er will wirklich kommen. Da bist du sicher. Ja, er hat es gesagt. Da würde ich mich aber freuen. Ich freue mich auch, aber jedenfalls, wir müssen das ordentlich vorbereiten und könnten nicht die Schützen und du mit deinem Geschütz ihn mit einem Salutschuss begrüßen, wenn er dann ankommt? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Super. Machen wir.
Das heißt, du bereitest die Kanone vor und dann begrüßen wir ihn. Die ist immer einsatzbereit. Nadine! Volker, schön, dass du da bist. Es gibt eine absolute Neuigkeit, das muss ich dir erzählen als Bürgermeisterin. Ich glaube, ich weiß es schon, denn ich hatte gerade einen Anruf vom Bundestagsbüro. Du weißt schon Bescheid? Ich glaube, es handelt sich um Bodenbesuch. Der Bundespräsident will kommen. Ich bin total begeistert, aber ich bin auch geflasht. Ich finde, Nadine, du bist die Bürgermeisterin und du müsstest eigentlich den ersten Handschlag tun und, wobei Handschlag geht ja gerade nicht in Corona-Zeit, aber die erste Begrüßung und du solltest auch eine kleine Eröffnungsrede halten. Kannst du das vorstellen? Kann ich mir vorstellen. Ist ja nicht das erste Mal. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und kann mich vorbereiten und dann setze ich mich an den Rechner und überlege mal, was ich da mache. Wunderbar. Hier im Gemeindehaus wird das Mittagessen mit dem Bundespräsidenten stattfinden. Ist, glaube ich, das richtige Ambiente, kirchliches Haus. Das Haus des Dankens. Mein einziges Problem ist, wenn ich das Haus so anschaue, das Dach, das sieht doch noch ziemlich nach DDR aus. Ich meine, wenn der Bundespräsident kommt, dann muss ja eigentlich alles stimmen. Vielleicht wäre es gut, wir haben noch eine Woche Zeit, wenn bis dahin das Dach neu gedeckt ist. Dann macht es so einen richtig guten Eindruck. Wir hier in Roßla sind modern, fröhlich, eine gute Kirchengemeinde. Also, los zum Dachdecker, vielleicht klappt's noch mit dem Dach. Mensch Patrick, dich schickt der Himmel, dass du gerade vorbeifährst. Die Neuigkeit ist, der Bundespräsident kommt nach Roßla. Und ich weiß, das Dach vom Haus des Dankens, das sieht so nach Osten aus. Ich meine, wenn der Bundespräsident kommt, das muss irgendwie ordentlich werden, oder? Na, wann kommt der Bundespräsident? Na, am ersten Advent, in 5 Tagen. Ach du heiliger Strohsack, bist du wahnsinnig, das schaffen wir doch ja auch nicht. Kannst du nicht irgendwie noch das Dach decken bis zum ersten Advent? Also ich spreche mit den Rüstbauern so schnell wie möglich einrüstet und dann versuchen wir es soweit noch zu schaffen. Aber versprechen kann ich nicht. Also ich sag dir, wenn es einer schafft, dann bist du es. Also ihr versucht es, okay? Wir versuchen es. Alles klar, schönen Dank. Tschüssi. Mach's. Hallo. Lars, schön dich zu sehen. Grüße. Ich habe schon gehört, du hast großen Besuch. Du, der Bundespräsident, ich fasse es auch nicht. Ach, aber wo weißt du es denn her? Die Kameraden haben es schon erzählt, die wissen Bescheid. Ja, spricht sich rum so schnell. Ja. Du, es muss, wenn der Bundespräsident kommt, irgendwie muss richtig gut sein. Könnte nicht die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen Spalier stehen, mit Blaulicht drauf und richtig schön? Ja klar, das kriegen wir hin. Da machen wir ordentlich was draus. Da sind alle Fahrzeuge dabei und das sieht gut aus. Super, also mit Feuerwehr begrüßen, was gibt's Besseres? Genau, so machen wir das. Also ist gut, dass der endlich kommt. Du treibst dich auch wieder überall rum. Du weißt doch, der Bundespräsident kommt. Da redest du schon seit Tagen nur davon. Ja, ich weiß, aber wir müssen im Gottesdienst auch irgendwie was richtig Cooles haben, nicht nur Orgel. Wie wär's? Kannst du nicht ein Saxophonstück spielen? Na, gerne doch. Aber du musst gut vorbereitet sein, fleißig üben, okay? Ja, mach ich. Also, ich bin immer noch eigentlich völlig von den Socken. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Gott sei Dank kann ich mich auf so viele Leute hier in Roßla absolut verlassen. Und ich weiß, während ich hier stehe, laufen überall die Vorbereitungen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, herzlich willkommen in Roßla.
Walter Scheinmeier. Bald ist er da. Ich werde das Bild in die Ahnengalerie schon einmal hängen. Und jetzt fehlt nur noch der Besuch des Chefes des Bundespräsidialamtes, um die letzten Häkchen auf den To-Do-Listen zu setzen. Also Sie haben es gesehen, die Vorbereitungen laufen gut. Ja, also wenn ich das Protokoll durchgehe, jetzt sind die Punkte einzeln abgeschritten. Ich bin sehr zufrieden, vielen Dank. Schön. Der Gottesdienst, der Empfang mit allen Hygienebestimmungen. Aber ich habe jetzt noch etwas ganz Ausgefallenes. Was gibt's noch? Ich habe an alles gedacht. Herr Pfarrer, ich muss Sie etwas fragen. Der Bundespräsident beabsichtigt, bei Ihnen am Abend sich quasi einzuladen, bei Ihnen zum Abend zu essen. Bei mir zu Hause? Ja, den Abend bei Ihnen zu verbringen und vielleicht sogar bei Ihnen zu schlafen. Zu mir nach Hause will er kommen? Ja. Nicht nur ins Schloss und nicht nur in die Kirche, sondern zu mir nach Hause? Ja, das ist seine Absicht. Was soll ich da nur machen? Zu mir nach Hause? Oh. Muss ich doch eingenickt sein bei der Predigtvorbereitung? Ich habe einen absolut verrückten Traum gehabt. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will Roßlau besuchen. Und als ob das nicht schon genug wäre, denn ich meine, wer denkt sich denn sowas aus? Ein Bundespräsident hier in unserem Dorf, der wollte in meinem Traum sogar zu mir nach Hause. Absolut verrückt. Aber wir sind ja hier nicht im Spielfilm, sondern in der mobilen Kanzel, zu der ich Sie herzlich begrüße. Stellen Sie sich das mal vor, der Bundespräsident will bei Ihnen zu Hause leben, Abendbrot essen, frühstücken, übernachten, Kaffee trinken, alles. Advent heißt Ankunft. Wir erwarten jemand. Nicht den Bundespräsidenten, sondern Gott, der in seinem Sohn Jesus zu Weihnachten zu uns Menschen kommt. Wir kriegen also hohen Besuch bei uns zu Hause. Das meint Adventszeit, Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und vorbereiten sollten wir uns wirklich. Und nicht nur hier am Schreibtisch, sondern auch drüben in der Kirche. Der Adventsstern hängt, der Adventskranz steht. Vorbereitungen in der Adventszeit. Überall, nicht nur hier in dieser Kirche, laufen Vorbereitungen. Nein, nicht für den Besuch des Bundespräsidenten. Weihnachtsbäume werden auf den öffentlichen Plätzen geschmückt. Die Beleuchtung in den Straßen wird installiert. Die Geschäfte dekorieren und zeigen auch vom Schaufenster einen wunderbaren Anblick. Vorbereitungen, die sind wichtig für das, was kommt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das ist der Wochenspruch für den ersten Advent. Also nicht der Bundespräsident kommt, sondern unser König. Einer, der gerecht ist, einer, der mir hilft. Also vielleicht bereiten auch Sie sich vor. Nicht nur mit dem Schmücken und mit dem, was zu tun ist, sondern wie wäre es, wenn Sie einen Telefonanruf bekommen und unser Gott, ein König, ein Gerechter und ein Helfer, zu Ihnen kommt. Adventszeit, wir erwarten unseren Gott, der zu uns kommt und bereiten uns dafür vor. Bleiben Sie behütet. Thank you.